Hallo YouTube! Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Adventskalender Haus Nummer 16 und unserem kleinen Deutz D30. Ja, wir haben es ja jetzt schon echt weit geschafft und ja, jetzt kommen die nächsten Teile. Ich habe keine Ahnung, was jetzt noch passiert. Das gucken wir uns jetzt einfach an. Wir schauen einfach mal rein und den stelle ich erstmal an die Seite. So. Denn es ist ja immer wieder eine Überraschung und ich hoffe, ja, dass es wunderbar hier wird. Also besser kann es gar nicht werden. Ne? Also von daher hoffen wir jetzt mal, dass da nochmal wieder so viele Teile kommen wie gestern. Nur nicht bitte so kleine Teile. Ich habe keine Ahnung. Okay. Gut, also da sind so einige Teile tatsächlich wieder drin. Und wir begeben uns mal auf die passende Seite. Also ihr seht ja hier, auch in der kleinen Cam, ja, ich habe alles da, so dass ihr das auch soweit mitkriegt. Und jetzt sind wir hier unten. Ich sehe nämlich gerade, also wir haben ja den Sitz schon angebracht. Jetzt kommen hier noch so ein paar Teile, wie die Gangschaltung, Seitenstreben, also, ne, und so, da ist nichts mehr drin, ne, kann weg, so, und tschüss. So, und hier ist wieder jede Menge, was zusammengeklebt wurde, oh ja. Und da ist die Gangschaltung, die würde ich sagen, bringen wir jetzt als erstes an, weil eins der wichtigsten Teile, ich hole auch direkt mal unseren Werkzeugkoffer dazu, da ist er, das gute Stück. Kann man immer gut gebrauchen, immer und überall, wir haben alles dabei und jetzt bauen wir mal hier auseinander. Mal schauen. Ob wir den hier so rauskriegen, ja, das sieht gut aus. So, dann sehe ich, müssen wir hier oben noch ein bisschen was abkneifen, also hier. Da ist hier so ein bisschen so ein kleiner Fissel dran. So, warte mal. Und zwar da. No? Den müssen wir jetzt einmal wegmachen. Weil das sieht sonst überhaupt nicht schön aus. So. Und dann nehmen wir uns unseren kleinen Deutz. Jetzt haben wir hier in der Mitte diesen Punkt. Das Loch. Und da muss der jetzt rein. So, jetzt muss man nur gucken, dass man den auch richtig reinsteckt, weil der soll ja auch vernünftig da drin sein. Ich hoffe, ich komme da mit meinen dicken Wurstfinger rein. Natürlich nicht. Okay. Macht nichts. Dann mit Pinzette. Da nicht. Der will da nicht rein, das gibt's jetzt nicht. Na, das ist ja lustig jetzt. Okay, wie kriegen wir den da jetzt rein, ohne den weiter kaputt zu machen? Oh, ich habe eine Idee. Moment, das kriegen wir hin. So. So.
kriege das Teil da nicht rein. Ist ja jetzt der Wahnsinn, ne? Jetzt kriege ich dieses Teil da nicht rein. Gibt's nicht. Ich habe nichts gemacht und jetzt bricht das Teil in der Mitte durch. Okay. Wir machen erstmal mit einem anderen Teil weiter, weil jetzt habe ich gerade keine Lust mehr. Das müssen wir uns nachher zusammenkleben. So, Schere raus. Wollen wir uns jetzt erstmal hier die großen Teile zusammen. Keine Ahnung, was das werden soll, aber ich gehe davon aus, das wird die Hinterachse oder so. So, das kleine Teil müssen wir jetzt noch hier rauskriegen. Schere. Super. Kann mir mal einer sagen, wie ich das hier rauskriegen soll? Ich packe ja hier mehr Folie aus, zusammengeklebten Mist als alles andere hier. Und da musst du nur aufpassen, dass der Mist hier zusammen bleibt vernünftig. Nicht kaputt geht. So. Also, das ist hier. Jetzt eins von diesen Teilen. Hier oben ist die Anleitung. Ihr seht es in der Kamera nicht. Aber da. Da müssen wir jetzt bauen. So, das heißt, wir haben hier ein großes Teil. Da kommt jetzt hier so ein kleines Teil rein. So, und dann kommt von da oben. Ist nur noch die Frage, ob das so rum war. Aber das ist, glaube ich, im Prinzip egal, wie rum das drauf kommt, weil die Achse ist die Achse. So. Machen wir hier noch mal ein bisschen was weg. Na.
Heute geht aber auch echt alles schief. Ja. So, das ist nicht mein Morgen. Wahrscheinlich auch nicht mein Abend. Auch nicht mein Tag. So. Sitz darin. Okay, so. Jetzt wollten wir hier nochmal eben ein paar Sachen wegmachen. Das passt. So, das passt. Das passt. So, der Sitz ist wieder drauf. Okay. So. Da. Jetzt von unten. Der dran. Und das Teil muss jetzt irgendwo hier so dran. So. Okay. Jetzt müssen wir OP machen. Ich habe nämlich gerade was gefunden. Das müssen wir jetzt beiseite ziehen. Das gehört nämlich zum Motor. Das ist ja lustig. Dann geht auch. So. Jetzt machen wir nämlich den mal. Moment. Dann haben wir gleich.
das Teil noch dran. Und dann haben wir noch ein Teil. Aber fragt mich bitte nicht, wo das dran gehört. Jetzt haben wir hier noch so ein Teil. Aber wo zum Geier? Das geht dahin. Versuche es jetzt mal mit der Zange. Mal gucken, ob es damit ein bisschen besser reingeht. Aber warum muss das Teil denn da dran? Es geht ja gerade hoch und dann geht es nach hinten. Also müssen wir es so machen. Das gibt's nicht. Jetzt kriege ich dieses Teil hier nicht rein, ey. Ist doch jetzt nicht wahr. Das kann ja jetzt nicht sein. So, das war's. Das wird hier hinten wahrscheinlich die Achse sein, die hier dann reinkommt, sobald wir den Rest auch dran haben. Ich lege den jetzt mal so rein. Meine Lieben, wir kommen immer näher unserem Ziel. Jetzt machen wir noch den Sitz wieder drauf, weil das stört mich ja jetzt gerade ungemein. Ne? Also ich glaube, den werde ich aber auch nochmal festnehmen, damit der nicht so einfach abgehen kann. Das riecht mich auf und das Teil hier auch. Also ich glaube, da muss ich doch einige Teile, doch ein paar Teile kleben. Da muss ich mir doch ein bisschen Kleber holen mal. Oder bestellen. Also die Achse kommt jetzt einfach mal da hinten reingedrückt, so ein bisschen. So, meine Lieben, das war's. Mehr können wir heute nicht machen. Natürlich ist hier wieder ein Teil, das ist extrem anfällig gewesen. Also da muss Revell sich, glaube ich, aber was einfallen lassen. Weil das geht so gar nicht, dass die Teile so einfach und klein da nicht rein zu drücken sind, beziehungsweise, dass sie einfach so brechen.
so fein die Teile auch sind, also, aber umso schneller brechen die. Und das geht mir doch getrost auf den Senkel. Jetzt ist uns hier ein Teil wieder abgefallen. Ich versuch's mal wieder. Ja. Reinzumachen. Machen wir es anders. Da gehört der hin. Jetzt machen wir es mal den hier wieder dran machen. Also wir müssen uns definitiv Sekundenkleber holen. Ich sage euch ganz ehrlich, das ist keine Lösung, das funktioniert so nicht. Wenn das Ende da unten schon total ausgeranzt ist, wie sollen wir den da unten bitte festkriegen? So, jetzt steckt da, aber den müssen wir auf jeden Fall festmachen. Also da müssen wir auf jeden Fall Sekundenkleber holen. Sonst geht es definitiv nicht. Ja, das alles in der Zeit, die wir heute haben. Juhu, mal gucken, ob wir noch irgendwo Sekundenkleber auftreiben können. Ich denke schon. Ansonsten kriegen wir es auch noch so irgendwie vernünftig hin. Ja, meine Lieben, ich packe schon wieder ein. Ihr seht, es ist Ende. Wir haben alles verbaut. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, was kommt dann? Weil wir können bald, also wir machen dann jetzt hier die Fänger an den Seiten hinten für die großen Räder. Ja, einmal hier auf der Seite, einmal auf der Seite, wo dann die Räder nachher dran kommen, dass die natürlich auch da drin sind. Und dann kommt ja nachher auch noch die Achse rein. Und das müssen wir jetzt alles halt zusammenbauen. Natürlich dann mit der Aufhängung zusammen und so weiter und so fort. Und dann ist er auch fast fertig. Wir haben es auch fast, ne? Also 8 Tage noch. Wir haben heute den 16. Das ist nicht mehr lange. Ich freue mich aber tierisch. Schaltet wieder ein beim nächsten Mal, wenn es heißt Adventskalender Haus 17. Morgen. Bis dahin, euer Kolke. Ciao.